War denn auch Existenzangst dabei? Ja, bei meiner Frau schon. Die hat schon ein bisschen Angst gehabt, dass das alles gut geht, weil sie hat ja überhaupt keine Ahnung gehabt, wie sie heute geführt wird. Und das war schon am Anfang sehr problematisch. Mit dem Sporthotel wurden sie nicht glücklich. Eckels gaben es auf und zogen zurück nach Vogelbach. Wenn der Papa da war, kümmerte er sich gern. Eckel hielt es mit seinen Kindern wie mit seinen Schülern. Ja gut, die durften auch nicht so aufstehen am Tisch, rumlaufen im Lokal oder das oder jenes. Und ich war sehr streng, dass sie den Teller leer essen und alle diese Sachen. Ja, also war ein strenger Papa. Er hat uns erzogen in den Werten, die ich auch toll finde und die ich auch heute meinen Kindern noch weitergebe. Aber er war streng. Hart, aber herzlich. Mit dem Blick eines treusorgenden Vaters. Das war in Moorbach noch und ich bin oft getürmt. Mir war es immer so ein bisschen langweilig und ich bin dann ins Schwimmbad. Und Papa hat in der Zeit zwei Kinder rausgeholt aus dem Wasser. Den Jungen konnte er nicht retten, das Mädchen konnte er retten. Und er hat gesagt, bevor das meiner Tochter passiert, die immer ausbüchst, bringe ich ihr Schwimmen bei. Und das hat er dann auch getan. Und ich konnte dann mit 2,5 schwimmen. Familienidylle fürs Fernsehen. So, Schätzchen, ich glaube, du musst jetzt ins Heilbettchen gehen. Sag Papa schön gute Nacht. Gute Nacht. Gib dem Papa Händchen und Küsschen. So, ja. Guten Nacht. So, guten Nacht. Für Eckel war das ganze Leben Sport. Und der Ball sein Freund. Egal in welcher Größe. Bis ins hohe Alter war er auf der Jagd nach Punkten. Immer auf den Beinen. Ja, war Sportler durch und durch. Hat man auch seine Figur gesehen. Er ist immer noch so schlank, wie er früher war. Und die meisten Fußballer gehen ja nachher. Ne? Das ist auch Disziplin. Ne? So wie ich dann für mich selbst auch sage, wie im Spiel, kontrollierte Offensive. Auch beim Essen und beim Trinken auch. Da steht immer noch ein Tennismatch aus. Ja, er hat ja sehr gerne Tennis gespielt und hat mich ja dann immer wieder herausgefordert. Lass doch die Lupsen hier. Ja. Aber es ist leider nie zu diesem Match gekommen. Aber er behauptet bis heute, dass ich keine Chance gegen ihn hätte. Der Weltmeister hier mit 62 Jahren. Er konnte es einfach nicht lassen. Bis ins hohe Alter brachte ihn der Sport in Schwung. Der Held von Bern glänzte mit noch 75 Jahren für den guten Zweck auf dem Fußballplatz. Da habe ich gefragt, wie alt ist er denn schon? Was der gemacht hat in seinem Alter? Da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und dann kann man erst mal wissen, wie der in seiner Laufbahn, wie zäh der dann da war. Also Horst Eckel konnte nie ausgewechselt werden. Er war unauswechselbar. Komm, einer dran! Einer, komm! Und er ist jedem Ball nachgesetzt und war betrübt, wenn das Spiel zu Ende war. Und gut! Bleib aber noch mehr hier draus! Also ein Athlet bis ins hohe Alter. Ja, dann habe ich einen Wunsch, dass ich noch mal jung werde. Und da noch mal mitspielen könnte. Ich wäre froh, wenn ich heute noch ein bisschen was machen könnte. Aber dann soll man wissen, wann man aufhört. Das ist auch wichtig. Nicht, dass man meint, man könnte mit 80, 90 Jahren noch so spielen und Sachen machen, die man da in jungen Jahren gemacht hat. Boxtraining mit 88 Jahren. Die Sportlegende hielt sich während der Corona-Pandemie 2020 mit einem Trainer fit. Tat alles, um im Lockdown nicht einzurosten. 2, 1 und Zeit. Und kurz Zeit.
Ist ja besser als ich. Ja. Ist kein Problem. Ja. Da wäre aus dem Fußballweltmeister noch ein Boxweltmeister geworden, oder? Ja, wenn ich das gemacht hätte, ja. Garantiert. Ich muss mich immer bewegen noch. Und das war von früher so und ist das heute immer noch so. Ob ich jetzt die Sonne scheint oder ob das regnet oder was es ist, das spielt für mich keine Rolle. Das macht Spaß, gell? Jawohl, bumm, es ist die grün. Ich bin immer noch ehrgeizig, egal was ich mache. Ob ich jetzt Fußball, ob Handball oder Sport treibe oder was anderes mache. Und Sie wollen gewinnen? Ja, immer das sowieso. Das ist ganz wichtig für mich. Der Ehrgeiz in seinem Sport hat ihn jung gehalten und die WM 1954 zu einem großen Idol gemacht in ganz Deutschland. Neben seinen Freunden aus Kaiserslautern. Werner Liebrich, Fritz Walter, Werner Kohlmeier, Ottmar Walter. Eckels vier Mannschaftskameraden waren schon lange vor ihm verstorben. Zuletzt Ottmar Walter im Jahr 2013. Ankunft in der Justizvollzugsanstalt im westfälischen Herford. 20 Mal im Jahr ging Horst Eckel für die Sepp-Herberger-Stiftung in Gefängnisse. Das Ziel, die Resozialisierung jugendlicher Strafgefangener. Trotz des ruhmreichen WM-Titels, das Leben von Horst Eckel war kein Selbstläufer und doch lief für ihn alles in geordneten Bahnen. Ein anderer Weltmeister von 1954 hatte weniger Glück. Torjäger Helmut Rahn war hinter Gitter. Boss Rahn war ein genialer Fußballer. Sein Leben neben dem Sport aber hatte er nicht im Griff. Goal! Goal! Tor von Rahn! Helmut Rahn traf in 40 Länderspielen 21 Mal für Deutschland. Ein Tor begründete Rahns Mythos, das 3:2 gegen Ungarn. Ein Ohrwurm für die Ewigkeit. Aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor, Tor, Tor. Ja, das sehe ich auch immer noch. Und ich war der Letzte von den Spielern, die mit ihm gesprochen haben, weil ich von der Sepp-Herberger-Stiftung den Auftrag bekommen habe, mit Helmut in Verbindung zu treten. Ich habe den Helmut Rahn angerufen und der Helmut hat ganz normal mit mir gesprochen. Ich habe also gar nichts gemerkt, bis er auf einmal gesagt hat, ja, ich habe schon lange nichts mehr von Fritz Walter gehört. Der Fritz Walter war ja schon tot. Und da habe ich mir meine Gedanken gemacht und habe gesagt, oh Gott, und 14 Tage später war er tot. Die Idee, jugendliche Strafgefangene zu besuchen, hatte der Weltmeistertrainer Sepp Herberger. Daraus entstand die Sepp-Herberger Stiftung. Fritz Walter und auch Horst Eckel waren Botschafter, besuchten in der gesamten Republik Justizvollzugsanstalten. Respekt. Hallo. Respekt, sagte dieser Jugendliche einem Mann, den er nur aus dem Fernsehen oder aus Geschichtsbüchern kannte. 3 Stunden lang erzählte Horst Eckel vom Wunder von Bern. Die Zuhörer spitzten die Ohren. Ich glaube, dass das eben ganz einfach die Insassen auch sehen, welchen Weg die Leute gegangen sind. Dass sie Opfer gebracht haben für das, für ihr Hobby. Wir sprechen ja von Hobbyfußball in den Jahren, dass man das ganz einfach anerkennt. Ja, ich versuche auch immer wieder, die gewisse Werte ins Spiel zu bringen. Ne? Und da nicken sie immer wieder. Welche Werte? Ja, wie Pünktlichkeit, Teamgeist, Wille, vor allem Disziplin. Das ist wichtig. Das möchte ich auch vermitteln. Und das verstehen auch die. Das verstehen sie auch. Und das, dann sagen sie ja, ja. Ja, weil er alle die Dinge verkörpert, die, eben, die man als Profi haben muss. Ne? Disziplin und Ordnung. Ne? Und zwischenmenschlich war top. Es waren diese Werte, die ihm DFB-Trainer Sepp Herberger eingeimpft hatte. Auch wenn diese Werte heute angestaubt wirken, für Eckel waren sie lebenslang Pflicht. Ich sehe nur immer die Probleme, wenn keine Familie Anschluss da ist.
dass da niemand da ist, der hinten dran steht. Dann ja. Aber wenn du ja sagst, da ist alles okay, und dann hast du auch eine große Chance. Na klar. Ja? Dann ist alles da. Und die Chance musst du aber nutzen. Hm. Mach ich auch. Die musst du wirklich nutzen. Ja, mach ich auch. Sofort. Das ist ganz wichtig, ja. Ich wünsche dir viel Glück. Ja? Dankeschön. Ich wünsche dir das, dass ich dich nicht mehr hier irgendwo sehe. Na, wenn dann im Fernsehen. Und dann, ja. Ja? Wenn dann im Fernsehen. Ja, genau. Ja? Ja. Alles Gute. Ja? Okay, danke. Ich bin stolz, dass solche Leute heute zu mir kommen und sagen, danke, dass sie das schon uns so früh gesagt haben und dass wir auch ein bisschen auf sie gehört haben. Und das ist mir sehr, sehr oft passiert. Warum zog es ihn immer wieder in Gefängnisse? Es war das Erbe von Fritz Walter. Es war das Schicksal von Boss Helmut Rahn und es waren die Werte, für die sein Trainer Sepp Herberger stand. Und genau damit hatte der Benjamin sein ganzes Leben lang weitere Wunder vollbracht. Ach, das ist eine schöne Sache. Und ich bin hier auch stolz darauf, dass das so passiert ist. Aber ich muss Ihnen immer wieder sagen, es gehört schon was dazu. Dass man so bleibt, wie man war. Und nicht dann, wenn man mal was Großes erreicht hat, sagen, ich bin der Größte. Sondern er muss bitte immer wieder, und das immer wieder habe ich das auch immer wieder gesagt, auch mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Also eine große Persönlichkeit, fantastischer Mensch, ein großer Mensch unserer Stadt und unseres Vereins. Horst Eckel stand für die ruhmreiche Zeit des ersten FC Kaiserslautern. 2010 gab es die letzte große Fußballparty am Betzenberg. Da diese Erfolge längst Vergangenheit sind, suchten viele bei ihm Trost und Halt. Wenn Horst dann hier ins Stadion kommt, da siehst du, schaust du in diese Kurven, dann siehst du junge Menschen da stehen, die Horst Eckel nie persönlich getroffen haben, die ihn nie haben spielen sehen. Und dann spürst du, welche Kraft, welche Energie Horst für die Menschen hier bedeutet, in dieser Stadt, für unseren Verein. Nie hatte Horst Eckel den Verein verlassen. Diese Treue haben ihm die Fans nie vergessen. Was ihn sein ganzes Leben begleitet hat, war der Fußball. Also das ist sein Lebenswerk. Dieser Fußball hat ihn auch zu dem gemacht, was er heute ist. Er ist noch ein Mythos. Ich bin stolz, solche Vorbilder gehabt zu haben, ja, weil ich danach so ein bisschen auch gelebt habe. Und dann wollte man immer so werden, ne, wie Fritz und Horst und so Fußball spielen, aber das hat man nicht geschafft. So wie wir auch alle wollen ja gerne so singen wie Frank Sinatra, aber das schaffen wir nicht ganz. Ne? Du musst immer wissen, du hast eine schöne Zeit gehabt, du hast Fußball gespielt, du hast Tennis gespielt, du hast Tischtennis gespielt. Und dann muss man sagen, nach dem, was man dann gemacht hat, das war's und Feierabend. Eckel, der Windhund, wie sie ihn nennen, spielt ab. Der Eckball wird getreten, wird sofort von Eckel wunderbar mit einem Kopfball weggeschlagen. Aber in der Ecke, da steht Eckel, unser Jüngster, unser Benjamin in der Elf. Horst Eckel, der letzte Held von Bern.